Schon lange ist die Kornvereinzelung bei der Getreideaussaat ein wichtiges Thema in der Landwirtschaft, für das es aber keine zufriedenstellende, zuverlässige und vielseitige Systemlösung gab. Bis jetzt. Wir von Horsch setzen mit unserem Horsch Singular System mit Funkdosierer einen neuen Standard, mit dem Sie zuverlässig und präzise arbeiten können und den Ertrag steigern. Und das alles per Knopfdruck. Unser Vereinzelungssystem können Sie ohne Werkzeug auf vorgerüstete Pronto-Modelle, den Focus TD und die Express KR montieren. Im Inneren rotiert der Dosierer mit bis zu 1500 Umdrehungen pro Minute und legt Ihr Saatgut Korn für Korn im Boden ab. Auf der Bedieneinheit können Sie ganz einfach die Saatgutmenge bestimmen. Bis zu 250 Körner pro Quadratmeter, je nach Bedarf. Für optimale Ergebnisse ist Präzisionssaatgut erforderlich, das eine genormte Körnung aufweist und von vielen Saatgutlieferanten angeboten wird. Die sogenannte Schüttelbox hilft Ihnen bei der Kontrolle der Korngrößen. Je nach Saatgut und dessen Größe können Sie die Taschen im Inneren des Dosierers anpassen, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. Ebenfalls ganz ohne Werkzeug. Während des Säens haben Sie auf der Bedieneinheit zu jeder Zeit alles im Blick und sehen genau, wie jeder einzelne Dosierer arbeitet. Und was Sie davon haben? Perfekte, gleichmäßige Abstände und perfekte Standraumverteilung für eine optimale und starke Pflanzenentwicklung bei gleichzeitig niedrigerem Saatgutverbrauch. Auch die DLG hat unser Einzelkornsystem genau unter die Lupe genommen. Bei Testsaaten mit Raps wurde überprüft, ob die eingestellte Saatgutmenge auf einer definierten Fläche auch der tatsächlich verbrauchten Menge entspricht. Wir haben die Dosiergenauigkeit mit Raps einerseits bei einem Feldtest bestimmt. Die Abweichung zwischen der abgedrehten Saatgutmenge und der wirklich ausgebrachten Saatgutmenge lag hier zwischen 0,1 und 1,9%. Und der aktuelle DLG-Prüfrahmen, der bewertet diese Ergebnisse mit sehr gut. Auch im Labor wurden unterschiedliche Szenarien simuliert und die Abgabe jedes einzelnen Dosierers genau festgehalten und verglichen. Weiter haben wir die Dosiergenauigkeit von Raps während eines Labortests bestimmt. Zusätzlich haben wir während dieses Labortests auch die Querverteilung mit Raps bestimmt. Und hier haben wir Variationskoeffizienten zwischen 2,6% und 3% ermittelt. Und diese Ergebnisse bewertet die DLG mit sehr gut und mit gut. Mit dem Horsch-Vereinzelungssystem haben Sie ein Werkzeug an der Hand, mit dem Sie präzise und zuverlässig arbeiten können. Für eine optimale Pflanzenentwicklung bei Raps und Getreide und dauerhaft höhere Pflanzenerträge bei gleichzeitig niedrigem Saatgutverbrauch.